Hallo, mein Name ist Alexander Wörl von der Firma Content Surf und ich freue mich, wenn ich Ihnen im Herbst dann die Schnittstellen zwischen unserem Content Surf PIM und MAM auf der einen und den Werk 2 Plugins Comet im InDesign Client auf der anderen Seite vorstellen kann. Wir haben hier eine, ja, wie ich immer wieder höre, recht gut gemachte direkte Schnittstelle aus den InDesign-Applikationen hier über die Comet Plugins direkt über SOAP, HTTPS, Internet auf die Webservices von Content Surf. Wir greifen also direkt auf unsere Services zu und man kann live und ohne Exporte, Importe etc. auf unsere Daten zugreifen. Das sieht dann so aus. Hier ein kurzer Blick in das Content Surf PIM-System. Hier haben wir zum Beispiel Fahrräder und solche Fahrräder haben natürlich alle möglichen Daten, Textfelder, Beschreibungen, Bilder und die werden dann über diese Schnittstelle relativ einfach ausgeleitet. Das sieht dann so aus. Ich gebe hier nur eine kurze Vorschau, dass man aus den Comet-Paletten, ich kann mich hier direkt verbinden, dann auf Content Surf zugreifen kann. Man sieht hier, die URL geht direkt zu einem Content Surf-System. Und dann kann es direkt losgehen. Ich habe hier die Publikationspalette. Damit kann ich auf Dokumente innerhalb von Content Surf zugreifen. Hier zum Beispiel eine InDesign-Datei, kann die ausbuchen. Kann dann im Produktpool direkt auf die Produkte zugreifen. Hier zum Beispiel genau die Fahrräder, die wir gerade gesehen haben. Das geht dann runter bis auf die SKU-Ebene oder sogar noch tiefer. Ich habe hier zum Beispiel die Attribute, die ich, wenn ich will, hier draufziehen kann. Zum Beispiel die Beschreibung eines solchen Fahrrads. Oder einfach eine Tabelle. Und das Ganze kann man dann bündeln zu Templates. Sie kennen wahrscheinlich die Konzepte, die die Werk 2 Paletten hier anbieten. Und dann hat man direkten Zugriff auf die Produktdaten in Content Surf. Wir haben hier die Platzhalter implementiert von Bildern, Texten. Wir können updaten, wir können zurückschreiben, wir haben Seitentemplates, die wir im Content Surf hinterlegen können. Ja, und vieles mehr. Das werden wir uns dann genauer im Herbst anschauen. Also, ich freue mich dann. Bis bald und ja, bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.